I'm so thrilled to be with you this day, the second day of Halo 98. Ich bin so begeistert, auch heute am zweiten Tag mit euch zu sein bei Halo 98. Time Magazine had an interesting report about Boris Yeltsin, the president of the Russian Republic. Und das Time Magazin hatte einen sehr interessanten Bericht über den russischen Präsidenten Boris Yeltsin. Now, as you know, Boris Yeltsin has not been keeping good health these recent days. Wie ihr wisst, ist Boris Yeltsin schon seit einiger Zeit sehr kränklich. And his continuing ill health led to the cancellation of a summit of former Soviet states. Und dieses konstante Krankheitsbild hat zu einer Absage für das Gipfeltreffen der ehemaligen Sowjetstaaten geführt. And Time Magazine said some of the closest associates of Boris Yeltsin felt Boris was irrelevant to Russia. Und einige seiner engsten Mitarbeiter haben gefühlt, dass Boris Yeltsin irrelevant geworden ist für das Schicksal der Russischen Föderation. The time had gone for Boris Yeltsin to go away, has come to for Boris Yeltsin to go away and give room for another person. Und sie sagen, dass die Zeit gekommen ist, dass Boris Yeltsin besser abdanken sollte und dass ein neuer kommen müsste. He was irrelevant. Er ist irrelevant geworden. That's how many young people see this book which I hold in my hand. Und das ist, wie viele Leute die Bibel, dieses Buch, was ich in der Hand habe, anschauen. They think we live in the 20th century and this book, ancient book, is irrelevant to this generation. Und sie sagen, dass wir heute in der im 20. Jahrhundert leben und dass dieses Buch wirklich irrelevant geworden ist für unsere Generation. How can this Bible be relevant for my genes, Jesse generation? It cannot be relevant, they think. Und wie kann dieses alte Buch relevant sein für unsere Genes, Jesse Generation? Michael Learns to Rock, the Danish pop group. Die dänische Popgruppe Michael, whatever. They sang a song about, sang a famous song. Sie haben ein sehr berühmtes Lied gesungen. The song goes like this. Und das Lied geht folgendermaßen. From my youngest years to this moment now. Von den früheren Jahren bis zu diesem Moment. I have never seen such a lovely queen. Und ich habe noch nie in diesen Jahren eine so hübsche Königin gesehen. That's what the guy sings about the girl. Das ist das, was die Jungs über die Mädchen singen. For him, the girl was so unique. Für ihn, dieses Mädchen war so einzigartig. My message this morning is to show you that this book is so, so very unique among other books in this world. Und meine Botschaft heute wird sein, dass dieses Buch so einzigartig ist im Vergleich zu allen anderen Büchern dieser Welt. This morning I'll talk to you about the uniqueness, about the speciality of the Bible. Heute Morgen will ich zu euch über die Einzigartigkeit der ganz speziellen Eigenart der Bibel reden. I'll try to show you how relevant it is to this 20th century. Ich möchte euch zeigen, wie relevant diese Bibel auch heute noch im 20. Jahrhundert ist. Now, what is the meaning of uniqueness? Was ist die Bedeutung von einzigartig? The Webster Dictionary says it's one and only. Das Webster Wörterbuch sagt, es ist das Einzige und das Alleinige. When Mike Tyson comes over to the boxing ring. Wenn Mike Tyson in den Boxring steigt. And if you watched it on the television, you know the announcer, you know what he will say. Und wisst ihr, was der Ansager dann sagen wird im Fernsehen? He'll say the one and only Iron Mike Tyson. Und er wird ansagen, der Alleinige und Einzige Mike Tyson. This morning I want to tell you, this book is the one and only book which many called as the book in this world. Und heute Morgen möchte ich euch sagen, dass dieses Buch das einzige ist, was es wert ist, das einzige Buch genannt zu werden. It's a wonder. Es ist ein Wunder. There's a famous movie which has just come into India. Es gibt einen berühmten Film, der gerade in Indien angelaufen ist. It has an interesting name. It's called Jeans. Und der Name ist sehr interessant, heißt einfach Jeans. And perhaps the most beautiful woman in the world, Aishwarya Rai, she's acting in that movie. Und eine der berühmtesten Frauen Indiens, Aishwarya Rai, ist die Hauptdarstellerin in diesem Film. And it has a scene where the actor and the actress, they dance in the seven wonders of the world. Und es gibt eine Szene in diesem Film, wo der Hauptdarsteller mit der Hauptdarstellerin gemeinsam einen Tanz tanzen, den Tanz der seven wonders of the world. Oh, die sieben Wunder der Welt. They cavort around the Leaning Tower of Pisa in Italy.
The leading tower of Pisa in Italy. Wie der schiefe Turm von Pisa in Italien. They're posted next to the Statue of Liberty in the United States. Sie sind neben der Freiheitsstatue in den Vereinigten Staaten. They dance in the depths of the Grand Canyon. Sie tanzen in den Tiefen des Grand Canyon. They flounce around the California's orange orchards. Sie tanzen durch die California's orange orchards. Durch die Orangenplantagen von Kalifornien. And they sing on the top of the Great Wall of China. Und sie tanzen auf der großen Mauer von China. They go through all the seven wonders of the world, the Hanging Gardens of Babylon. Sie tanzen auf allen sieben Weltwundern. At the end of the song, the actor says to the actress. Und am Ende dieses Lieds sagt der Darsteller zur Darstellerin: We've seen the seven wonders of the world. Wir haben die sieben Weltwunder der Welt gesehen. But you, my girl, who's standing right next to me. Aber du, mein Mädchen, dass du direkt neben mir stehst. You're the greatest wonder. Du bist das allergrößte Wunder. You're the greatest wonder. Du bist das allergrößte Wunder. I want to tell you, this is the most wonderful book in the world. Aber ich möchte euch sagen, dass dieses das größte und wunderbarste Buch der Welt ist. That's an extraordinary claim. Das ist ein außergewöhnliches Gedicht. And this morning I'll give you seven reasons to say why the Bible is wonderful. Say why the Bible is unique. Say why the Bible is so special. Und heute möchte ich euch sieben Punkte sagen, warum die Bibel einfach einzigartig ist, warum sie so speziell ist und so wunderbar. The first reason is. Und der erste Grund ist. The Bible is unique because. Die Bibel ist einzigartig, weil. It stands head and shoulders above every other book in the world. Weil es steht um Längen über jedem anderen Buch der Welt. I'll say it again. The Bible is unique, first of all, because it stands head and shoulders above every other book in the world. Die Bibel ist einzigartig, weil sie steht Köpfe und Schultern, also das heißt um Längen über den anderen Büchern der Welt. Now Tobias is head and shoulders above me. Naja, nicht ganz. Tobias ist ein Kopf größer als ich. And that's what I mean. Und das ist, was ich meine. When you compare the Bible with the other books, that's how it is. Und wenn ich die anderen Bücher mit der Bibel vergleiche, dann ist das genau so. 3 times the Bible occurs in the Guinness Book of World Records. Und 3-mal ist die Bibel in das Guinness Buch der Rekorde gekommen. It's the first book to be printed in a printing press. Do you know that? Es ist das erste Buch, was in einer Druckerpresse gepresst wurde. And do you know it was done in Germany? Und wusstet ihr, dass diese Druckerei in Deutschland war? In 1456 in the city of Mainz, the Bible was first printed in the printing press. Es war in 1456 in Mainz, als die Bibel zum ersten Mal gedruckt wurde. It was done by a man called Jonas Gutenberg. Es wurde getan durch einen Mann namens Johannes Gutenberg. And there are very few copies of that Bible which was printed in those days. Und es gibt nur noch ganz wenige Kopien aus diesen Tagen. It's called the Gutenberg Bible. Und diese alten Drucke werden genannt die Gutenberg Bibel. Do you know that the Gutenberg Bible is the costliest book ever printed in the world? Und wusstet ihr, dass die Gutenberg Bibel das wertvollste Buch ist, das jemals gedruckt wurde auf der Welt? In an auction recently it sold for 1.2 million British Pounds. Und in einer Versteigerung wurde es vor kurzem für 1,2 Millionen britischen Pfund verkauft. The most valuable book in the world. Das wertvollste Buch der Welt. And the Bible is the most best-selling book in the world. Und der zweite Punkt ist, dass die Bibel das am besten verkaufteste Buch der Welt ist. In 1992 17 million copies of the Bible were sold. In 1992 wurden 17 Millionen Exemplare verkauft. 500 million selections from the Bible were sold. Und 500 Millionen Bibelteile wurden verkauft. You know, this record in the Guinness Book. Dieser Bericht im Guinness Buch der Rekorde. You know, people get in the Guinness Book for stupid reasons. Und wisst ihr, dass viele Leute dort hineinkommen wegen völlig dummen Gründen? You know, there were in the city of Lörrach in Germany. In Lörrach in Süddeutschland. There were 1,200 inhabitants. Da waren 1,200 Einwohner. Who went to the market square? Die sind auf den Marktplatz gegangen. And they started brushing their teeth. Und haben angefangen, ihre Zähne zu putzen. Are they crazy?
Sind die verrückt? They should be doing that in their bathrooms. Das sollten sie lieber in ihrem Badezimmer tun. But they were doing that in the market square. Aber sie haben es auf dem Marktplatz getan. Go ask them why. Man fragt sich, warum? They would reply, they wanted to get into the Guinness Book of World Records. Ja, die wollten eben ins Guinness Buch der Rekorde kommen. People get into the Guinness Book of World Records for stupid reasons. Leute kommen wegen völlig dämlichen Gründen ins Guinness Buch der Rekorde. But this book which I hold in my hand. Aber dieses Buch, das ich in der Hand halte, is there in the Guinness Book for the right reasons, smart reasons, best reasons. Und dieses Buch ist im Guinness Buch der Rekorde für berechtigte und wirklich wertvolle Gründe. And the Bible is the longest standing bestseller in the world. Und die Bibel ist der längste Bestseller, der sich am längsten verkauft. A few years ago in 1976, Good News Bible, a Bible in modern English, was published. 1976 wurde in England eine neue Übersetzung herausgegeben. The demand for that Bible was so much, it had to be reprinted 21 times the very same year to meet the demand from the public. Und die Nachfrage war so groß, dass es in diesem ersten Jahr es bereits 21 neue Auflagen und neue Drucke gegeben hat. By 1979, 60 million copies of that Bible, the new version of the Bible, were sold. 1979 waren bereits 60 Millionen Exemplare verkauft worden. That was a world record for paperback books. Und das war der Weltrekord für Paperback Bücher. They calculated that there was a demand for one such Bible every 3 seconds in the world. Und wenn man statistisch aufzeichnet, war eine Nachfrage alle 3 Sekunden wurde eine Bibel verkauft. You know, you may have walked into the newsstands and seen several novels written by famous authors all over the world. Und wenn ihr irgendwo in einen Buchladen geht, dann könnt ihr sieben Bücher von Autoren sehen. Günter Grass' novels. Irgendwie Romane von Günter Grass. Or Sidney Sheldon's. Oder von Sidney Sheldon's. Or Robin Cook's. Oder Robin Cook's. And you know, you'd see that 1 million copies sold, that would be flashed in the cover. Und wenn dort drauf steht 1 Million verkauft, dann wird das groß auf dem Titelblatt stehen. Poor guys. Die armen Leute. For 1 million copies, they're making a big hue and cry. Und nur weil sie 1 Million verkauft haben, dann schreien sie schon riesengroß und jubeln. This book. Which I hold in my hand. Dieses Buch, das ich in der Hand halte. 21 million copies, 500 million selections. 21 Millionen Exemplare und 500 Millionen Buchteile. That's why it's head and shoulders above. Das ist, warum es um Längen über den anderen Büchern steht. It's the most translated book in the world. Es ist das am weitesten übersetzte Buch der Welt. It's translated into more than 2009 languages. Es ist übersetzt worden in mehr als 2009 Sprachen. The portions of the Bible. Teile der Bibel. The entire Bible, you have it in more than 330 languages. Und die gesamte Bibel habt ihr in 330 verschiedenen Sprachen. Günter Grass' books were translated into 10 languages. Bücher von anderen Autoren sind vielleicht in 10 Sprachen. He'll become as proud as a peacock. Und wenn das der Fall ist, dann wird er stolz wie Oscar sein. But this book. Aber dieses Buch. 330 languages. 330 Sprachen. Think of it. Denk mal drüber nach. And it's the earliest book among the other scriptures of the world. Und es ist das älteste Buch im Vergleich zu den anderen Büchern der Welt. Before the first Hindu scriptures were penned. Noch lange bevor die hindischen Bücher geschrieben wurden. Moses penned the book of Genesis 500 years ago. Hat Mose 500 Jahre bereits früher das Buch seine Bücher geschrieben. Before Muhammad wrote the first sentence in the Quran. Bevor Muhammad den ersten Satz im Koran geschrieben hat. 2000 years ago the Bible was completed. 2000 Jahre früher wurde das erste Buch der Bibel geschrieben. And no other book in this world is so loved, so hated, so much bought, so much studied as the Bible. Und es gibt kein anderes Buch, das so sehr geliebt wurde, das so sehr gehasst wurde, das so sehr studiert wurde, als irgendein anderes Buch der Welt. The Bible is great. Die Bibel ist einfach großartig. You know, greatness comes to a lot of people. Wisst ihr, dass Ruhm zu vielen Leuten kommt? Greatness came to Matt Damon, the Hollywood actor. Matt Damon ist sehr bekannt geworden. He was the latest Hollywood hero. Er ist der letzte Hollywood hero. His greatness came to him suddenly. Und ganz plötzlich kam der Ruhm zu ihm. You know, he just wandered aimlessly in the streets. What?
He wandered aimlessly in the streets. Völlig ziellos durch die Straßen hergegangen. And suddenly somebody photographed him and his face appeared in the cover of Vanity Fair magazine. Plötzlich rein zufällig hat ihn jemand fotografiert und plötzlich war er auf dem Titelblatt eines berühmten Magazins. Before his face appeared in that magazine, till the last week he was playing cards in Manhattan in a shack in New York in the United States. He was playing cards. Dieses Gesicht auf dem Vanity-Magazin erschien, hat er einfach Karten gespielt. And then he became famous and he acted in the movie Rainmaker and that won him worldwide fame. Und dann ist er bekannt geworden und hat in dem Film Rainmaker mitgespielt. He became great. Er wurde sehr bekannt. But you know, Matt Damon is a scared man this morning. He's scared. Matt Damon, aber er ist eigentlich sehr ängstlich. He says this. Er sagt Folgendes. People are expecting too much from me. Wenn Leute so viel von mir erwarten. It'll be bad if I let them down. Dann werden sie sauer sein, wenn ich sie enttäusche. I don't want to lose my greatness. Ich möchte nicht meine Berühmtheit gebrauchen. Several people, several books have greatness sometime or the other, but they're all scared it will go away sometime. Und viele Autoren, die Bücher geschrieben haben, sind irgendwie ängstlich, dass sie ihr Publikum enttäuschen werden. But this book's greatness stays put, stays there. It sticks onto it. Aber die Berühmtheit dieses Buches, das klebt einfach in diesem Buch und die Leute werden niemals enttäuscht werden davon. This year alone in communist China, 15 million copies of the Bible were sold. Und allein in China wurden in diesem Jahr 15 Millionen Bibeln verkauft. In the communist nation of Russia, the demand for Bible is 2.5 million only among the soldiers. Allein die russischen Soldaten im ehemaligen kommunistischen Russland verlangen 2,5 Millionen Bibeln. Tell me which book is as great as this. Könnt ihr mir sagen, welches Buch irgendwie vergleichbar damit wäre? Playboy magazine or 16 magazine can print naked pictures of women on their pages. Und das Playboy Magazin oder andere Magazine können auch nackte Frauen aufs Titelblatt setzen. And they can hope they can sell a lot of magazines. Und sie hoffen vielleicht, dass sie viele Magazine verkaufen. They can move hell or heaven, but they cannot match this book which I hold in my hand in sales, in popularity. Die können vielleicht einiges verkaufen, aber sie werden nicht annähernd an die Zahl kommen von diesem Buch. That's the first reason why the Bible is unique. Das ist der erste Grund, warum die Bibel einzigartig ist. Why the Bible is special. Warum die Bibel speziell ist. I'll give you the second reason. Der zweite Grund. The second reason why the Bible is so unique is. Der zweite Grund, warum die Bibel so einzigartig ist. It has got bull's eye predictions about the future. Es hat Adleraugen bezüglich der Zukunft. It's got accurate predictions about the future. Es hat sehr genaue Vorhersagen über die Zukunft. You know, if a man Zukunft. Is very wise. You know, if a man is very wise. Und wisst ihr, wenn ein Mann sehr weise ist. He won't talk about the future. Dann wird er nicht über die Zukunft reden. Some of the best football managers, if you go interview them right now. So die besten Fußballmanager. They will not boast. Germany will win the World Cup. Or if you go ask the Brazilian manager, he won't boast. We are going to do it. They'll keep their fingers crossed. They'll keep their mouth shut. Und wenn ihr zum Beispiel den Fußballmanager von Brasilien fragt, dann wird er nicht über seine Mannschaft prahlen. But do you know the Bible talks about the future very boldly? Aber wisst ihr, dass die Bibel sehr, sehr mutig über die Zukunft redet? There are more than 1,800 individual predictions in the Bible. Es gibt mehr als 1,800 Vorhersagen in der Bibel. And they fall into 737 separate historical events. Und sie haben mit 737 ganz bestimmten geschichtlichen Daten zu tun. 737 historical events were predicted by the Bible. 737 geschichtliche Ereignisse wurden vorhergesagt in der Bibel. And do you know that 594 of those events have been accurately fulfilled so far? Und wisst ihr, dass sich bis jetzt schon 594 Vorhersagen davon erfüllt haben? That's about 80% accuracy. Sind ungefähr 80%. Does that mean the Bible is only 80% accurate? Heißt das, dass die Bibel nur 80% wahr ist? No, it only means the rest of the predictions are slated for the future. Nein, das bedeutet lediglich, dass der Rest der Vorhersagen für die Zukunft ist. Predictions like Jesus is coming again. Das heißt, wenn die Bibel sagt, dass Jesus wiederkommt, they're slated for the future. Dann heißt das, das wird in der Zukunft geschehen. I'll give you a comparison between Bible's predictions and the rest of the world's prediction right now, and that'll be an interesting study. Und lass uns mal vergleichen, wie die Welt Zukunftsvorhersagen macht und wie die Bibel es tut.
Let's take scientific predictions. Lass uns wissenschaftliche Vorhersagen nehmen. You say, well, I live in the land of Germany. Wir sagen, wir leben im Land von Deutschland. And we are the most technologically advanced nations of the world. We are among the top. Und wir könnten sagen, dass wir die so ziemlich am weitesten entwickelte technische Nation sind. We believe in science and we believe in scientific predictions. Wir glauben an die Wissenschaft und an wissenschaftliche Vorhersagen. That's good. Das ist schön. But hear this. Aber achtet auf Folgendes. Do you know scientific predictions have proved only 25% accurate? Wusstet ihr, dass lediglich 25% der wissenschaftlichen Vorhersagen wirklich eingetroffen sind? Some of the brilliant minds of the United States in a college got together to find out at what day this world will come to an end. Beispielsweise in Amerika haben sich einige Wissenschaftler zusammengesetzt und haben überlegt, wann diese Welt zu einem Ende kommen wird. They fed a lot of data into the computers and they came out with a date where this world would be will end. Und sie haben alle möglichen Daten in den Computer eingegeben und dann berechnet, wann diese Welt untergehen wird. The date they came up was 21/26, August 14, 21/26. Und sie sind zu dem Datum gekommen, 14. August 21/26, also 2126. But Alan Harris, one of the scientists who worked in NASA, the famous space agency in the United States, he said very frankly. Und aber ein berühmter Wissenschaftler, der bei der NASA in den Vereinigten Staaten arbeitet, sagte ganz ehrlich. It's very hard to make predictions that hold out for more than 130 years. Er sagt, es ist sehr, sehr hart, solche genauen Vorhersagen zu machen, wenn sie in 134 Jahren erst eintreffen werden. That date we're talking about is about 130 years away. It's very hard for such predictions to come true. He himself accepts it. Er sagt, es ist einfach völlig schwierig, da so konkrete Vorhersagen zu machen. When I was in the third year in my college in engineering in the university in India. Als ich damals in Indien studiert habe. A great astronomical event took place in 1995. Ein sehr berühmter Astronom kam 1995. It was a total solar eclipse. Es war total solar eclipse. The moon. Und zwar hat er eine Sonnenfinsternis vorhergesagt. And the NASA scientists came up with a prediction to the exact second when this solar eclipse will take place. Und der NASA-Wissenschaftler hat das bis auf die Sekunde genau berechnet, wann diese Sonnenfinsternis eintreten wird. So we were all excited and it was a holiday and we wanted to have a look at that eclipse. Wir waren alle sehr begeistert, weil es war ein freier Tag und wir haben alle darauf gewartet, dass diese Sonnenfinsternis anfängt. But do you know, the eclipse was late by 2 full minutes. It was late. Aber wusstet ihr, dass diese Sonnenfinsternis erst ganze 2 Minuten später eingetreten ist? All the brilliant minds and all the sophisticated machines in NASA could not make an accurate prediction. Alle diese genauen Messinstrumente, diese exakten Vorhersagen, konnten es eben nicht so genau sagen. That's why I say scientific predictions are only 25% accurate. Und deswegen sage ich, dass nur 25% der Vorhersagen wirklich akkurat sind. But there are a lot of people in the world who are interested in another form of predictions. Aber sehr viele Leute sind immer noch sehr interessiert in den Vorhersagen der NASA. Prediction through fortune tellers. Und es gibt einen anderen Bereich, das ist die Wahrsagerei. You know, the most favorite column for any people, any person who opens a magazine is the birthday forecast column. Birthday forecast. The birthday of what? Forecast. Prediction. Star sign. Also das, wo die Leute am meisten interessiert sind, ist der Geburtstag von. You know, when I was in college, one guy came and asked me this. When I was in the university, somebody asked me this. Als ich auf der Universität war, hat mich jemand gefragt. He knew I was born on October 31st. Wusstest du, dass ich geboren bin am 21. Oktober? He said, Duke, do you want to head an organization for Scorpios? Duke, möchtest du eine Organisation auf Scorpions? Scorpios, you're familiar with the star signs? Which are related with people's birth and und zwar welches Sternzeichen er ist. Danke. I said sorry, thank you very much. Und da sagte ich, nee, danke, da habe ich kein Interesse dran. 5 out of 10 men. 5 von 10 Leuten. 6 out of 10 women. 6 von 10 Frauen. Read their birthday forecasts. Lesen ihre Horoskope. They believe somehow this can tell them about the future. Weil sie wollen wissen, was diese Horoskope über die Zukunft sagen. I'll tell you about Janet Dixon. Ich möchte euch sagen, erzählen von Janet Dixon. She was a self-proclaimed prophet in the United States. Sie hat sich selber als Prophet dargestellt in den Vereinigten Staaten. She made some predictions. Sie hat einige Vorhersagen getan. She said that
1968 she said, und 1968 hat sie gesagt, Jacqueline Kennedy, the wife of the assassinated president of John F. Kennedy. Sie sagte, dass Jacqueline Kennedy, die Frau von dem ermordeten John F. Kennedy, she said she will never marry. Sie sagte, dass diese Frau niemals mehr heiraten wird. The very next day, Jacqueline married someone. Und direkt am nächsten Tag bereits hat Jacqueline Kennedy jemanden geheiratet. And this famous prophet in the United States, she said, the World War III will begin in 1954. Und diese Prophetin hat gesagt, dass der dritte Weltkrieg 1954. Oh yes, the World War began in 1954, is it? Oh yeah, hat der dritte Weltkrieg nicht dann angefangen? And then she said, Fidel Castro, the dictator in Cuba. Und sie prophezeite, dass Fidel Castro, der Diktator in Kuba, he'll be driven from his office in 1966. Sie sagte, dass Fidel Castro 1966 bereits abgehauen würde. Oh yes! Oh ja! Fidel Castro was out of Cuba in 1966 itself, is it? Oh ja, Fidel Castro wurde 66 verbannt, oder? He's sitting still strong and welcoming the Pope recently in Cuba. Er sitzt immer noch in Kuba in seinen Büros und herrscht. So these are the predictions of fortune tellers and how accurately they are being fulfilled. Das sind die Vorhersagen von Wahrsagern und wie sie eben nicht zuverlässig sind. Now in the years from 1975 to 81 there were 72 predictions by these so-called prophets. Und zwischen 1975 und 81 gab es etwa 72 klare Vorhersagen. And of these 72, only 6 were fulfilled. Und von diesen 72 wurden nur 6 erfüllt. And two were very vague. Und zwei waren recht vage und zweifelhaft. And two predictions were hardly inspiring. Und zwei hätte man eigentlich erwarten können. And somebody said one of the predictions was that United States and Russia will become world top political powers. Und eine dieser Vorhersagen war, dass Russland und die USA zwei Supermächte werden würden. I don't have a mother-in-law, but I'll say even my mother-in-law made a prophecy like that. Ich habe zwar keine Schwiegermutter, aber wenn ich eine hätte, würde ich sagen, die könnte genau die gleiche Vorhersage. It's as easy as kicking a goal with the goalie not standing there, open goal. Taking a penalty kick with the inside an open goal with the goalie not standing there. Und es ist wie wenn ich eine offene Tür sehe und sage, das ist das, was dahinter ist. Das ist keine Kunst, weil ich sehen kann. So, these are fairly very simple predictions they are making. Das heißt, es sind einfach völlig simple Vorhersagen, die sie tätigen. I want to say that this book is the only book which is 100% accurate in its predictions about the future. Und deswegen möchte ich sagen, dass dieses Buch die einzige zuverlässige Vorhersage. But let me give you some sample predictions from the Bible. Und ich möchte euch einige von diesen Vorhersagen jetzt auflisten. The Bible said in Ezekiel chapter 20 verse 41. Und zwar sagt die Bibel in Ezekiel 20, 41. It prophesied thus. Es hat prophezeit. I'll bring you out from the nations and gather you from the countries where you have been scattered. Und in diesem Vers steht die Zusage von Gott, ich werde euch von den Nationen herholen, wo ihr verstreut seid und euch wieder zusammenführen. This was a prediction for the nation of Israel and God said, when they were scattered in all the directions of the world, God prophesied, I'll bring you back and you'll have a country. Und das war die Vorhersage, dass Israel wieder zusammenkommen würde zu einer Zeit, als Israel in alle Nationen verstreut war. Und Gott sagte, ich werde euch wieder zusammenführen. 2500 years later. 2500 Jahre später. On May 14, 1948. Am 14. Mai 1948. The nation of Israel was formed and all the exiles who lived in Germany, Russia and all the countries of the world came together and formed the nation of Israel. 1948 wurde dieser Staat Israel gegründet und alle Juden aus Deutschland, aus Russland und wo auch immer her kamen zusammen und sind nach Israel eingewandert. Formation of a nation is no easy job. Die Vorhersage, dass solch ein Staat entsteht, ist wirklich nicht leicht. You know, you may have heard of several people who have told you that the Tamil Eelam, the new country which the Sri Lankan Tamils are demanding, it will be formed very shortly. Es wurde zum Beispiel vorhergesagt, dass Tamil Eelam, dass dieser Staat irgendwann einmal in die Existenz kommen würde. It has not been formed so far. Es ist bis jetzt noch nicht eingetreten. What? Israel was formed. Bible predicted it and it was formed. Aber Israel hat sich formiert und ist ein Staat geworden. And the Bible says in Luke 21, 29 and 30. Und die Bibel sagt in Lukas 21, 29 und 30. Jesus said. Jesus sagte. He said the fig tree will start sprouting.
Schaut euch den Feigenbaum an. And the other trees will also sprout at the same time. Und auch die anderen Bäume taten ihre Knospen auf zu dieser Zeit. That was Jesus' prediction. Und das war die Vorhersage von Jesus. Now the fig tree stood for the nation of Israel in the Bible. Der Feigenbaum steht für die Nation von Israel. And the tree stood for any country. Any country, a nation. Mm-hmm. A tree stood for a nation. Steht jeder Baum für eine Nation. Israel got independence in 1948, May 14th. Und zwar Israel wurde formiert am 14. Mai 48. Oh yes, the other trees which the Bible talked about, they too got independence. Do you know that? Und die anderen Bäume sprießen auch im Frühling. Wusstet ihr das? India got independence in 1947. Indien wurde gegründet 1949. Pakistan. Pakistan. Burma. Burma. And Sri Lanka on February 4th, 1948. Sri Lanka was born. Und Sri Lanka wurde auch 49 gegründet. Can you see that? The other trees which Jesus predicted would be formed. These were the four countries formed. Könnt ihr das sehen, dass das, was Jesus vorher gesagt hat, auch mit diesen anderen Bäumen, dass das wahr geworden ist, dass sich auch andere Nationen formiert haben? I'll give you another prophecy. Ich gebe euch eine andere Prophezeiung. In Genesis 12:1-3. In 1. Mose 12:1-3. God promises that the Jews would be a blessing to the entire world. Da hat Gott prophezeit, dass die Juden zu einem Segen für alle Völker werden würden. At one point of time, do you know, 98% of the world's scientists were of Jewish origin. Und wusstet ihr, dass an einem gewissen Zeitpunkt 98 der weltberühmten Wissenschaftler, dass 98% davon Juden waren? And of course, the most famous of them was Albert Einstein. Und der berühmteste davon war Albert Einstein. And then this is another out of the world prophecy which I'm going to give you right now. Und ich möchte euch noch eine sehr interessante Prophetie sagen. In the nation of Lebanon in Africa, North Africa, there's a city called Tyre. Im heutigen Libanon gibt es eine Stadt, die Tyrus genannt wird. And in the 26th chapter of his book, Prophet Ezekiel in the Bible says, prophesied four things would happen to the city called Tyre. Und im 26. Kapitel vom Buch Ezekiel prophezeit der Prophet. Many nations would come against Tyre. Er sagt vier Sachen. Erstens, viele Nationen werden gegen Tyrus. Its walls would be destroyed. Die Mauern werden zerstört werden. Its soil would be scrapped. Die Erde wird The soil would be removed from the ground and thrown elsewhere. Also die Erde wird einfach leer und öde werden. The nation would be flattened. Die Nation wird dem Erdboden gleichgemacht. And the place would be only fit for spreading nets. Der Platz wird einfach nur noch da sein, damit sich irgendwelche Netze da drauf werfen. Suppose somebody said something like this about Naples or Marseille, what would be your reaction? Was ist, wenn jemand das gegen Marseille oder gegen Neapel sagen würde? You'll be laughing. Du würdest anfangen zu lachen. Because Tyre was such an important city those days. Weil Tyrus war eine ganz, ganz berühmte Stadt damals. But 250 years later. Aber 250 Jahre später. Alexander the great conqueror. Da kam ein großer Eroberer. He came to attack his favorite enemy, Persia. Es war Alexander der Große. Er kam, um Persien anzugreifen. But because Tyre was nearby, he wanted to take Tyre as well. Aber weil Tyrus auf dem Weg lag, hat er es einfach mitgenommen. Because that would sever the contact between the Persian troops and the navy. And the navy in the sea. Weil Tyrus war der Flottenstützpunkt wo das Heer in Kontakt mit der Marine gekommen ist. And Tyre was an island city. Tyrus war praktisch eine Halbinsel. So after he invaded Tyre, he wanted to build a bridge between Tyre and the mainland Africa. Weil Tyrus so eine Insel war, wollte er eine Brücke bauen zwischen Tyrus und dem Festland. And after he had conquered Tyre, he was looking for some material to build this bridge. Und diese Brücke zu bauen, brauchte er natürlich Material. And he had no material. He had no material to build this bridge. Er hat dieses Material nicht gehabt. You know what he did? Wisst ihr, was er getan hat? He scrapped the soil of Tyre. Er hat die Erde zusammengekratzt von Tyrus. He flattened the mountains there and took the soil to build the bridge. Und er hat diese Erde genommen und hat sie in das Meer geschüttet. Oh yes, that's what Prophet Ezekiel said. Das ist genau das, was der Prophet Ezekiel gesagt hat. And the Bible also said that place would be
only fit for spreading fishing nets. Der Prophet Hesekiel hat auch gesagt, dass dieses Land nur gut sein wird für zum Ausbreiten von Fischernetzen. And 2500 years later, even today. Und selbst 2500 Jahre heute. You can only meet some fishermen in the city of Tyre, though it could be built into a beautiful city. Das einzige, was ihr dort in Tyrus treffen werdet, sind einige Fischerleute, die ihre Netze flicken. A prophecy fulfilled to the letter. Eine Prophetie, die sich bis heute erfüllt hat. Do you know that Jesus Christ fulfilled 330 predictions in his life? Und wisst ihr, dass Jesus 330 Vorhersagen in seinem Leben erfüllt hat? Somebody says that well, Jesus arranged that his prophecy will be fulfilled. Manche Leute sagen, ja, Jesus hat es so arrangiert, dass die Vorhersagen. Oh yes, you can arrange to be born in the womb of a woman. Naja, oh, yes. Irgendwie glaube ich, kannst du es nicht so ganz arrangieren, dass du im Mutterleib einer Frau geboren wirst. You can decide whether you want to be born in Madras or Colombo. Ich glaube, du kannst es nicht so ganz so gut arrangieren, ob du in Colombo oder in Madras geboren wirst. Jesus fulfilled 330 predictions in his life. Und Jesus hat 330 Vorhersagen erfüllt. And in Daniel 9:25, Bible scholars say. In Daniel 9:25 sagt die Bibel. It is prophesied to the exact day. Es ist prophezeit der genaue Tag. When Jesus would enter into the city of Jerusalem riding on a donkey. Wann Jesus Jerusalem auf dem Esel, wann dort hineinreiten würde. 490 years before. 490 Jahre vorher. The chance of a person fulfilling so many prophecies is so high, so low. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person so viele Prophetien erfüllt, ist so gering. If you know something about football betting, you'll understand the statistics I'm going to give you now. Wenn ihr etwas von Fußball versteht, werdet ihr das folgende Beispiel verstehen. If somebody said one of the least known nations, somebody told you if India would win the France World Cup in 1998. Und wenn jemand sagen würde, dass Indien die Weltmeisterschaften in Frankreich gewinnen würde. And gives you the odds for it. And gives you the odds, the chances. Wenn sagt, wie die Chancen stehen. It'll sound like this. Es wird sich folgendermaßen anhören. The chance of Jesus fulfilling so much prophecies in his life is one chance is to 480 billion into 1 billion into 1 trillion. Und zwar die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus so viele Prophetien erfüllt, kann man damit vergleichen mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Und zwar ist es 1 zu how much? 400 One chance eins is to 480 billion. Zu 480 Milliarden. 1 million is 6 zeros. 1 followed by 6 zeros. And billion is, you can keep counting. Trillion is even bigger. Ja, ihr versteht das mit Millionen, Milliarden, wie viele Nullen dahinter sind. The Bible is the only book which is 100% accurate about its predictions in the future. Die Bibel ist demnach wirklich das einzige Buch, das angemessen ist. And the third reason why the Bible is unique is der dritte Grund, warum die Bibel einzigartig ist. Is the only ancient book which is streets ahead of science. Es ist das einzige Buch, das einzige alte Buch, das der heutigen Wissenschaft noch um Längen voraus ist. The most widely held view about the origin of the universe is the Big Bang Theory. Have you heard of the Big Bang Theory? Und die bekannteste Theorie, die von der Wissenschaft aufgestellt wurde, ist die Big Bang, die Theorie vom großen Knall. David Desmarais, the NASA scientist, he said a Big Bang produced the oxygen and the universe was created. Und der NASA-Wissenschaftler David Desmarais hat gesagt, dass die Erde durch den Urknall entstanden ist. But do you know the Bible is the first book to proclaim the Big Bang? Aber wusstet ihr, dass die Bibel das erste Buch ist, das vom Urknall geredet hat? Oh, you proclaim the Big Bang. Die Bibel verkündet bereits den Urknall. Turn to Psalm 29 and you have a beautiful chapter as to how the voice of the Lord sounds. In Psalm 29 habt ihr ein wunderbares Kapitel über die Stimme des Herrn. Psalm 29 says the voice of the Lord is powerful. Und Psalm 29 sagt, dass die Stimme des Herrn kraftvoll ist. It breaks the cedars of Lebanon. Es zerbricht die Zedern des Libanons. It twists the oaks. Es zerspaltet die Eichen. It strips the forest. Es entlaubt die Wälder. And you open Genesis 1. How did the Lord create the world? Und wenn ihr 1. Mose 1 euch anguckt, wie hat Gott die Welt geschaffen? He spoke. Er hat gesprochen. He opened his mouth and spoke. Er hat seinen Mund geöffnet und gesprochen. And the world was there. Und die Welt war dort. When he spoke,
That was the powerful voice of the Lord, and that was the big bang. Und als er gesprochen hat, war das so kraftvoll. Das war der Urknall. And the proof for the big bang theory, scientists tell us, is the background radiation. You can still hear the echo of that big bang, which took place millions of years ago. Scientists tell us. Und der große Beweis für die Urknalltheorie ist die radioaktive Strahlung, die heute noch als Echo dieses Urknalls existiert. Do you know, the Bible talks about that too? Wusstet ihr, dass darüber auch die Bibel redet? In Job 26:14. In Hiob 26:14. It says, how faint is the whisper we hear of him? How faint is the whisper we hear of him? The background radiations. Und der sagt hier, wie matt ist dieses Flüstern, das wir von ihm hören. And the founders of the big sciences of the world. Und die Gründer dieser großen Wissenschaft. They all believed in the Genesis account of creation. Und sie alle, die berühmtesten Wissenschaftler, glauben alle an die Schöpfung. The founder of astronomy, Kepler. Von Genesis 1. Nehmen wir zum Beispiel Kepler, der. The founder of computers, Charles Babbage. Oder Charles Babbage, der die Computer erfunden hat. The founder of chemistry, Robert Boyle. Robert Boyle, der. What did he do? Chemistry. Der Chemiker. And the founder of genetics, Mendel. Und der Erfinder des genetischen Codes. And a host of other scientists. Oder der. The host of other scientists. A lot of other scientists. Oh, und der Herr über allen Wissenschaftlern. They believed in the creation account. Also die großen Wissenschaftler glauben alle an die Schöpfung. Recently, a brilliant scientist, one of the greatest astrophysicists of the world, living in London, by the name Bernard Lovell. Bernard Lovell, einer der berühmtesten Astrophysiker in Frankreich. He came into a personal faith in the Bible. Er kam zu einem persönlichen Kontakt mit der Bibel. He said, all of this didn't come by chance. Er sagte, das kann alles nicht durch Zufall entstanden sein. Like the Bible says that there was a creator behind this beautiful universe we are living in. Und er sagte, wenn die Bibel sagt, dass hinter dieser riesengroßen Schöpfung wirklich ein Schöpfer dahinter steckt. Robert Jastrow was one of the leading scientists in NASA. Und dann muss das stimmen. Und Robert Jastrow, einer der Leiter von der Weltraumforschung. He wrote a book called God and the Astronomers. Er hat ein Buch geschrieben, Gott und die Astronomie. You know, he compares his scientific research to climbing a hill. Er hat die Wissenschaft verglichen mit einem Bergsteiger, der auf einen Berg hinaufsteigt. His research to find out how this world was formed. Und er vergleicht es damit, um herauszufinden, wie die Welt entstanden ist. And he writes that book after he has climbed up the hill, he meets some theologians. The theologians who were talking about the creation sitting there already before him. Oh, und er sagte, die Leute, die wirklich da hochgestiegen sind das sind die Theologen, die das von der Bibel her begründen. Recently, the Pope apologized for persecuting that famous astronomer Galileo. Vor kurzem ist eine Entschuldigung veröffentlicht worden, dass der Astronom Galileo Galilei verfolgt wurde. Because the Roman Catholic Church imprisoned Galileo, because he said the earth was a circle, was a sphere. Und zwar hat die römisch-katholische Kirche damals Galileo verhaftet, weil er sagte, dass die Erde eine Kugel ist. The Pope may apologize to every Tom, Dick and Harry, any person. Und der Papst hat sich noch nie entschuldigt, irgendetwas getan zu haben. The Bible never apologizes to anyone. The Bible never says sorry to anyone. But the Pope did. But the Pope did. Also der Papst hat sich entschuldigt, aber die Bibel wird sich niemals entschuldigen für irgendeine Tat. The Bible is the first book to state that the earth is around when the whole world believed it was flat in Isaiah 40:22. Und in Jesaja 40:22 sagt die Bibel das bereits, dass die Erde rund ist, obwohl im Mittelalter es bekannt war, dass die Erde flach sein soll. I tell you another story from the book of Revelation. Ich sage euch eine andere Botschaft aus der Offenbarung. It's not a story, it's another famous prediction of the Bible. Es ist nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine Vorhersage. In Revelation 21 we have 12 precious stones which is supposed to be decorating heaven, the foundations of heaven. Und zwar lesen wir in Offenbarung 21 von 12 Edelsteinen, die das himmlische Jerusalem schmücken werden. Now why were these stones there? Why were these precious stones in heaven? Warum sind diese speziellen Steine dort im Himmel? Obviously for decoration. Vermutlich einfach für Dekoration. But do you know that all these 12 precious stones have this unique capacity
to split into rainbow colors when white light passes through them. Aber wusstet ihr, dass genau diese 12 Edelsteine die Fähigkeit haben, wenn Licht da durchgeht, das Licht in die Regenbogenfarben aufzusplitten? But not all precious stones have this property. Diamond doesn't have it. Ruby doesn't have it, and these stones are not mentioned in those, in that list. Aber andere sehr wertvolle Edelsteine wie ein Diamant oder wie ein Rubin, die haben diese Fähigkeit nicht und sie sind auch nicht aufgezählt in diesem Bericht. How did that bearded John, the Revelator, the man who he didn't go to the University of Heidelberg, that old man, how did he know all this when he wrote that book? Und wenn ihr euch vorstellt, dass der Johannes sehr, sehr alt war, als er das Buch geschrieben hatte, mit einem langen Bart, wie konnte er, der ein einfacher alter Mann war, so genaue, exakte Vorhersagen treffen? Und it's das only wissen? Because this book is from God. It's only because this book is unique, special. It came from heaven. Er konnte überhaupt nicht wissen, welche Edelsteine diese Fähigkeiten haben. Und deswegen sage ich, dass die Bibel wirklich von Gott ist und dass sie wirklich akkurat ist in ihren Vorhersagen. There was a brilliant civil engineer in the United States. Da war ein berühmter Ingenieur in den Vereinigten Staaten. And he designed a bunkhouse for crews which are fighting wars in the desert. What did he design? A bunkhouse, a place where the soldiers could stay in a desert. Und zwar hat er ein Plan gemacht für ein Camp, wie Soldaten in der Wüste sich aufhalten können. And he thought he made a brilliant design. Und es war ein brillantes Design. So he went to patent that design. Und so ist er zu Patent abgegangen und wollte es patentieren lassen. And they refused the patent. He was surprised. He was furious. Als er dort ankam, war er ärgerlich, war er völlig verwirrt. He said, I want to know the reason why I was refused this patent. Und zwar fragt er, warum wird dieses Patent abgelehnt? And the judge replied, und der Richter antwortete, sorry, Mr. Harry Rimmer. Entschuldige, Mister. You are 3,500 years late to make this patent. Sie sind leider 3,500 Jahre zu spät für dieses Patent. Moses used the same design when he wrote about, when he talked about, when he built the tabernacle in the wilderness for the Israelites. Und zwar hat Mose, als er die Stiftshütte gebaut hat, genau das gleiche Format genommen. And you have copied it from Moses. Und sie haben es von Mose kopiert. 3,500 years ago, the best civil engineering designs were in the Bible before even civil engineering was born. 3,500 Jahren ist die beste Strategie entstanden oder das beste Design, um so ein Camp aufzustellen. Oh, this is no ordinary book. Da gibt's wirklich kein anderes Buch. It's special. Es ist spezial. I'll give you one reason more, and then we'll have a short singing time, and then we'll go on. Ich werde euch einen vierten Grund sagen, und danach werden wir eine kleine Pause haben, wo wir ein paar Lieder singen werden. Why is the Bible special? Warum ist die Bibel speziell? It's the only book to a positively about-turned society. Es ist das einzige Buch, das wirklich positiv über die Veränderung der Gesellschaft redet. Only book to about-turned society. To change society. Es ist das einzige Buch, das positiv über eine Veränderung der Gesellschaft redet. The tribe called the Celts in Ireland. Die Kelten in Irland. The wild Vikings of Norway. Die wilden Wikinger in Norwegen. The Aqua Indian tribe in Ecuador. Die Auca Indianer in Ecuador. The Nagas in Northeast India. Die Naga-Leute in Nordostindien. All these ferocious tribes were tamed by the message of the Bible. Alle diese wilden Stämme wurden gezähmt durch die Kraft der Bibel. When missionaries went there carrying the message of the Bible, they were all tamed. Als Missionare dorthin gekommen sind und die frohe Botschaft verkündet haben, wurden diese Völker ruhig und gezähmt. And now from the Naga tribe in India, there is a man who is even talked of as the next Prime Minister of India. Und einer vom Naga-Stamm, ein berühmter Mann, wird kandidieren für den Premierministerposten. And there is a tribe in the New Zealand called Maori tribe. Maori tribe. In Neuseeland vom Maori-Stamm. And a person from that tribe is a famous cricketer with the New Zealand cricket team. Und einer von diesem Maori-Stamm ist der bekannteste Cricket-Spieler in Neuseeland. Called Adam Parore. Sein Name ist Adam Parore. Let me tell you something. Lass mich etwas sagen. If British missionaries had not brought the gospel to Tamil Nadu in the 16th century, wenn britische Missionare nicht im 16. Jahrhundert dort angekommen wären, myself, ich, Duke Jayaraj, Duke, he would be in some remote village in Tamil Nadu,
in India. Ich Duke, würde in irgendeinem ländlichen Dorf in Sri Lanka sein. With just a lion cloth. Mit irgendwie so einem Stofffetzen. Climbing some tree. Und würde auf irgendwelche Bäume hinaufsteigen. I'm standing before you preaching the word of God. Aber nun stehe ich hier vor euch und predige euch das Wort Gottes. How did that happen? Wie ist das passiert? It's because some missionary carried the message of the Bible to my land. Es ist, weil einige Missionare die Bibel unter den Arm genommen haben und in mein Land gekommen sind. The nation of South Korea was one of the backward nations of the world. Das Land von Südkorea war eines der unterentwickelten Länder der gesamten Welt. In 1900 there was not a single Protestant church in Korea. Im Jahr 1900 gab es nicht eine einzige protestantische Kirche in Südkorea. But the last century, Koreans accepted the gospel. Aber innerhalb dieses Jahrhunderts haben so viele das Evangelium angenommen. 35% of the nation population is Christian. Sodass mittlerweile 35% dieser Nation Christen sind. You know what changes it brought to the nation? Wisst ihr, was eine Nation verändern kann? You walk into any nation, you come to my land, India, you find Korean companies everywhere. They are flourishing now. Wenn ihr heutzutage in irgendein Land der Erde kommt, ihr werdet überall koreanische Gesellschaften finden, die da ihre Niederlassung haben. Big companies like Daewoo, Hyundai, they are making big waves in the technological and the car world. Große Gesellschaften wie Daewoo oder wie Hyundai, die in der ganzen Welt ihre Produkte produzieren und verkaufen. The Bible not only changes societies, it changes individuals. Die Bibel verändert nicht nur Gesellschaften, sondern what does it change also? Individuals. Persons. Die Bibel verändert auch Individuen. There was a guy called Tom Skinner in the United States. Es gab jemanden, der hieß Tom Skinner in den Vereinigten Staaten. You may be wondering why I picked up this Coke bottle. Könnt ihr euch erinnern, wie er seine Flasche hochgehoben hat? Because Tom Skinner's favorite hobby was breaking Coke bottles and killing people with broken Coke bottles. Seine Lieblingsbeschäftigung war, Colaflaschen zu zerbrechen und mit diesen zerbrochenen Colaflaschen Leute umzubringen. This is a plastic one, but he took bottles, Coke bottles, broke it and he killed 22 people like that. This gangster with Coke bottles. Das hier ist eine Plastikflasche, aber er hat Glasflaschen genommen und hat damit 22 Leute ermordet. One day he was sitting down on a shack and listening to the radio. Eines Tages saß er und hat dem Radio zugehört. One verse from this book. Und da hat er einige Worte aus diesem Buch hier gehört. One verse from this book. Und zwar ein Vers hat er gehört. Come on. Und 2. Corinthians 5:17. Und er hörte 2. Korinther 5, Vers 17. If any man be in Christ. Wenn jemand in Christus ist, he is a new creation. Dann ist er eine neue Kreatur. The old has gone, the new has come. Das Alte ist vergangen und das Neue ist gekommen. When he heard that, something happened. Und als er das gehört hat, ist etwas passiert. And the Coke bottle went out from his hands. Und die Cola-Flasche hat er aus der Hand geworfen. Jesus changed him. Und Jesus hat ihn verändert. His life transformed. Sein Leben wurde völlig verändert. Today is a witness for Jesus Christ among the gangsters of the United States. Und heutzutage ist er ein Zeuge Jesu unter den Gangstern in den Vereinigten Staaten. But you know, there are so many other books in the world which are corrupting young people. Es gibt so viele Bücher in der Welt, die junge Leute charakterisieren. A few years ago, a novel made waves. It was called The Day of the Jackal. Vor einigen Jahren wurde ein Roman berühmt, der nennt sich Der Tag des The Day of the Jackal. Der Tag von Jacken. One young man read that novel and you know what he did? Ein junger Mann hat diesen Roman geschrieben. He went to the Munich Olympics in 1992 in Germany. He read the novel or he read the novel. Er hat dieses Buch gelesen und ist zu den Olympischen Spielen 1972 in München gegangen. And he came on to the Munich Olympics in 1972. Und er ist bei den Olympischen Spielen in München angekommen. He killed 11 Israeli athletes. Und die Folge, dass er dieses Buch gelesen hatte, war, dass er 11 Israelis erschossen hat. Shockwaves around the world. Und das hat Schockwellen um die ganze Welt herum. From where did he get the idea? Woher hatte er die Idee? From the novel The Day of the Jackal. Von diesem Roman The Day of the Jackal. Other books turn the people upside down the other way. Andere Bücher werden die Leute auch verändern, aber in die andere Richtung. Oh, but this book. Aber dieses Buch. Oh, it's totally different. Das ist total anders. You know about Friedrich Nietzsche? Habt ihr gehört von Friedrich Nietzsche?
Germany's famous philosopher. Deutschlands großer berühmter Philosoph. He hated Christianity to the core. Er hat die Christenheit völlig gehasst. He said it was a criminal waste. The religion of the Bible was one great curse on Germany. Und er hat die Bibel für einen großen Fluch über Deutschland gehalten. One day one German boy read a book of Nietzsche. Und eines Tages hat ein Junge ein Buch von Nietzsche gelesen. He became very influenced by this book. Und er wurde sehr beeinflusst durch dieses Buch. He went on to become one of the leaders of Germany. Und er wurde einer der Leiter von Deutschland. And he applied what he read in action. Und er hat das angewandt, was er dort gelesen hat. You know what that fellow did? That leader did? Wisst ihr, was dieser Mann getan hat? He gassed 12,000 Jews. Er hat 12,000 Juden daily. Täglich 12,000 Juden ermordet. Adolf Hitler. How did he become that way? Wie ist er so geworden? Because he read a book by Nietzsche. That book changed him this way. Er wurde so, weil er das Buch von Nietzsche gelesen hatte. Oh, you have examples to show how the books of the world have corrupted so many people and destroyed civilizations and killed lives. Aber es gibt so viele Beispiele, wo wir sehen können, wie Menschen durch Bücher völlig korrupt geworden sind und die Welt in schlechter Weise verändert haben. The Bible has about turned society, about turned even individuals for good. Auch die Bibel redet von Veränderung der Gesellschaft, aber zum Guten. Yesterday, some of the hardest hearts, perhaps, in the city. From a message from the Bible. Gestern wurden vielleicht einige der härtesten Herzen dieser Stadt verändert. Right here in this church. Genau hier in dieser Gemeinde. It's all the work of the Bible. Durch das Wort der Bibel. That's why it's great. Das ist, warum die Bibel. Fifth reason why the Bible is so special, so unique. Der fünfte Grund, warum die Bibel so speziell und einzigartig ist. It's got the nod. It's got the high esteem of some of the world's greatest individuals. Die Bibel hatte sehr sehr hohes Ansehen bei sehr berühmten Persönlichkeiten der Welt. Some of the world's greatest people have said the Bible is great. Einige der berühmtesten Leute der Welt haben gesagt, die Bibel ist großartig. The Hong Kong Bank, one of the leading banks in the world, had a beautiful and interesting advertisement. Die Hong Kong Bank hatte eine sehr interessante Werbung. The first rule in banking is that you get a second opinion. Die erste Regel beim Bankverkehr ist, dass man eine zweite Meinung hat. Get the reference of another person. Lass dich von anderen Leuten beraten and it goes on to list the number of awards Hong Kong Bank won. From famous financial institutions. Which prize was it award? Hong Kong Bank won a lot of awards, like the best bank in Asia. Die Hong Kong Bank hat sehr viele Auszeichnungen erhalten als die beste Bank von Asien. And it won several awards like that. Einige der Gründe dafür ist. That's why they say, get a second opinion. Sie sagten, hol dir eine zweite Meinung von jemand anderem. Do you want a second opinion on this book? Wollt ihr eine zweite Meinung von diesem Buch? A second opinion? Eine zweite Meinung? Let me give you that. Lass es mich geben. Let's ask the first man who occupied the most powerful office in the world, the office of the President of the United States. Lasst uns den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten fragen, der das wichtigste Büro der Welt innehat. His name was George Washington. Sein Name war George Washington. What did he say about the Bible? Was hat er gesagt über die Bibel? It's impossible to judge the world without God and the Bible. Es ist unmöglich, über die Welt ein Land zu regieren ohne die Bibel. Now let's ask the greatest military general who ever lived in this world. Lasst uns den berühmtesten Militärgeneral der Welt fragen. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. He said this is more than a book. Er sagte, dieses ist mehr als ein Buch. It's a living being. Es ist ein etwas Lebendiges. It invades everything which comes into its path. Es besetzt alles, was da hineinkommt. Let's ask the greatest orator, perhaps in history. Lass uns einen der größten Redner der Weltgeschichte fragen. Winston Churchill of Great Britain. Winston Churchill von Großbritannien. He said. Er sagte. The swords of Caesar are now left to rust.
Die Schwerter von Caesarea sind heute rostig. But God's word, the Bible, ever remains. Aber Gottes Wort, die Bibel, wird für immer bestehen. Why ask Waldies? Let's ask Evander Holyfield. What does he feel about the Bible? Lass uns den reichsten Athleten fragen, Evander Holyfield. The famous boxer. Der berühmte Boxer. He will tell you that recently. Er wird dir sagen, dass kürzlich. You know, Evander Holyfield is one of the richest guys in the world. Wusstet ihr, dass Evander Holyfield einer der reichsten Männer der Erde ist? He read a verse from the Bible. Er hat einen Vers der Bibel gelesen. Which told him that he had to give 10% of everything he earned to God. Da hat er gelesen, dass der zehnte Teil Gott gehört. And this boxer, who had so much respect for the Bible, and he said, yes, I'm the richest guy in the world, maybe one of the richest guys, but let me give 10% of what I earn to God. Und dieser reichste Mann, einer der reichsten Männer der Erde, dieser Evander Holyfield hat gesagt, ja, ich möchte den zehnten Teil geben und Gott stellen. Let's ask the world's fastest man, the man who won the 1996 World Championship for Athletics, the 100 meters dash. Lass uns den schnellsten Mann der Erde fragen, der 1996 bei den Weltmeisterschaften den 100-Meter-Lauf gewonnen hat. Maurice Greene. Maurice Greene. He said, I won today because of the influence of the Bible and Jesus in my life. I won this race because of the influence of the Bible and Jesus in my life. Ich habe dieses Rennen gewonnen, dadurch, dass das Wort Gottes, die Bibel, mich beeinflusst hat. Want some more second opinions? Wollt ihr noch weitere Meinungen hören? Let's ask Mikhail Gorbachev, the greatest reformer in the world, the man who put a full stop to one of the greatest communist movements. Lass uns Mikhail Gorbachev fragen, einer der größten Reformer, der Veränderungen gebracht hat in die Welt. At one time he was an avowed enemy of the Bible. Und eines Tages wurde er angegriffen von den Feinden der Bibel. But this time, you know, he has donated 25 million rubles to build churches where Bible's message will be preached. Wusstet ihr, dass Gorbatschow 25 Millionen Rubel zur Verfügung gestellt hat, um Kirchen zu bauen? And he has promised 30 million rubles. Und er hat versprochen, 30 weitere Millionen zu geben in der Zukunft. And what does the Russian army general say about the Bible? Und was sagt der russische Armeegeneral über die Bibel? He says every soldier without the Bible is dangerous. So the Russian army general Borislav, he wants Bibles to be given to every Russian soldier. Und dieser Armeegeneral sagt, dass jeder Soldat ohne eine Bibel sehr gefährlich ist. The world's hottest property now is the computer. Das interessanteste Eigentum im Moment ist der Computer von der ganzen Welt. On July 18th, 1986. Im Juli 1986. Some of the brilliant minds in the United States got together and said various facts and features about the Bible and into the computer. Und 1986 haben sich einige der brillantesten Denker zusammengesetzt und Informationen der Bibel in den Computer eingespeist. You know what the computer, after analyzing it, said? Wisst ihr, was die Analyse des Computers sagte? The first five books in the Bible, they are inspired from God. Und der Computer kam zu der Schlussfolgerung, dass die ersten fünf Bücher der Bibel von Gott inspiriert sein müssen. Some of you think I'm spinning yarns. I'm telling a story. Einige von euch sagen, ich erzähle euch irgendwelche Geschichten. You can check out in Washington Post. Ihr könnt es nachlesen in der Washington Post. July 18, 1996 issue. Und zwar die Ausgabe vom 18. Juli 86. You know, there are 3,000 new groups formed all over the world every week. Wisst ihr, dass sich 3,000 neue Gruppen jede Woche bilden um diese Welt herum? To listen to a message from the Bible every Sunday. Dass sich Gruppen bilden, die jeden Sonntag von der Bibel hören wollen. 3,000 new groups every week to listen to a message from the Bible every week. 3,000 neue Gruppen bilden sich jede Woche, um vom Wort Gottes hören zu können. You know, the coronation of the British Queen is a special ceremony. Die Krönung der britischen Queen ist eine ganz spezielle Zeremonie. And during the coronation ceremony, the bishop will hand over the Bible to the Queen. Und an einem bestimmten Zeitpunkt kommt der Bischof und gibt der Queen eine Bibel. You know what? When he does that. Wisst ihr, warum er das tut? You know what he says? Wisst ihr, was er da sagt? This is the most valuable thing this world can afford. Und er sagt zu dieser Gelegenheit, dieses ist die wertvollste Sache der Welt. The most valuable thing. Die wertvollste Sache der Welt. This book. Dieses Buch. Not the political power of the United States. Not the what? Political power of the United States. Nicht die politische Macht der Vereinigten Staaten. Not the English language of Britain. Nicht die englische Sprache. Not the banks of Switzerland. Nicht die Banken der Schweiz. Not the emeralds of Sri Lanka. Nicht die Gruppen von Sri Lanka.
Not the cars of West Germany, of Germany. Nicht die Autos von Westdeutschland. Not the wine from France. Nicht der Wein aus Frankreich. Not the beautiful women from India. Und nicht die hübschen Frauen Not von the Indien. Footballers of Brazil. Und nicht die Fußballer von Brasilien. The greatest thing money can afford in this world is Bible. Und die größte Sache, die man sich mit Geld kaufen kann heutzutage in der Welt, ist die Bibel. The greatest humans of the world have said an yes and okay to this book. Und die größten Männer der Welt haben dieses gewürdigt. I'll give you my fifth point very quickly. Deswegen möchte ich euch diesen fünften Punkt nochmal kurz zusammenfassen. The Bible is God's word because of its amazing unity. The sixth point. Okay, also der sechste Punkt ist, die Bibel ist einzigartig wegen dieser erstaunlichen Einheit. Suppose 40 doctors. Stellt euch vor, dass 40 Doktoren. From all coming from the same country. Sie kommen alle vom gleichen Land. Were asked to do a research. Wenn sie gefragt werden, eine etwas zu erforschen. On a particular disease. Eine bestimmte Krankheit zu erforschen. And give their cure. You give them. Give the cure. The answer. Dass sie herausfinden sollen, wie man diese Krankheit heilen kann. What would they be saying? Was würden sie sagen? 40 different things. Sie würden zu 40 verschiedenen Ergebnissen kommen. I'm coming to my comparison right now. Aber jetzt komme ich zu meinem Vergleich. The Bible was written by 40 different authors from every walk of life. Die Bibel wurde von 40 verschiedenen Autoren geschrieben, die irgendwo in der ganzen Weltgeschichte gelebt haben. You can take your pick. You can take your pick. The pick. You can choose. Du kannst irgendeinen aussuchen. Moses was a political student. Mose war ein politischer Student. Peter was a fisherman. Petrus war ein Fischer. Amos was a herdsman. Amos war ein Hirte. Luke was a doctor. Lukas war ein Doktor. Solomon was a king. Salomo war ein König. Nehemiah was a black commando. He was a cupbearer. That means a black commando. A person who defends important people. Nehemiah. Okay, Nehemiah war der Verteidiger des Königs. 40 different authors from every walk of life. 40 verschiedene Autoren haben das Buch des Lebens geschrieben. Written in different places. Haben es an verschiedenen Orten geschrieben. Moses wrote in the wilderness. Mose hat in der Wüste geschrieben. Jeremiah wrote in the dungeon. Jeremiah hat irgendwo im Verlies geschrieben. Paul wrote inside the prison walls. Paulus hat an den Gefängnismauern geschrieben. Luke wrote it while he was traveling. Lukas hat während der Reise geschrieben. John wrote it when he was in an uninhabited island called Patmos. Johannes hat auf einer kleinen Insel namens Patmos geschrieben. Written in different places. Es wurde an völlig verschiedenen Orten And geschrieben. Written at different times. Und an zu verschiedenen Zeiten. David wrote it in the times of war. David wrote Psalms in the times of war. David hat in Zeiten des Krieges Psalmen geschrieben. Solomon wrote his book in the times of peace. Salomo hat sein Buch geschrieben, als Frieden herrschte. These books written in different moods. Diese Bücher sind in verschiedenen Stimmungen geschrieben. Paul was in the prison. He was in a bad mood. Paulus war depressed mood. Paulus war im Gefängnis und er hatte eine depressive Stimmung. It was written in three continents, different continents. Die Bibel wurde in drei verschiedenen Kontinenten geschrieben. In Asia, Africa and Europe. In Asien, Afrika und Europa. It was written in three languages. Die Bibel wurde in drei verschiedenen Sprachen geschrieben. Hebrew, Aramaic and Greek. In Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Yet. Aber. All have a singular one-point message. Aber alle haben eine einzige Botschaft. One theme. Nur ein einziges Thema. Redemption of mankind through Jesus Christ. Erlösung der Menschheit durch Jesus Christus. Everybody's message is in two words. Die Botschaft lässt sich in zwei Worte zusammenfassen. Jesus Christ. Jesus Christus. In Genesis is the seed of the woman. In 1. Mose ist die mit der What is? Seed of the woman. Der Same der Frau. In Exodus is the Passover lamb. In 2. Moses ist das Passahlamm. In Psalms is the good shepherd. In Psalmen ist der gute Hirte. In Ecclesiastes is the one above the sun. Und in Prediger ist derjenige, der über der Sonne ist. In Daniel is the fourth man in the flame. Und in Daniel ist der vierte Mann inmitten der Flammen. In Isaiah is the silent lamb in Isaiah 53. Und in Jesaja ist das schweigende Lamm in Jesaja 53. There's no contradiction whatsoever. There's no. Oh.
There's no contradiction whatsoever. Da gibt's keinen Widerspruch. How can this happen? Wie kann das passieren? It can only happen because somebody from heaven coordinated them. Es kann nur passieren dadurch, dass jemand vom Himmel diese Leute inspiriert hat. You know, three fellows saw a sheep in Ireland. Es gab drei Leute, die ein schwarzes Schaf in Irland gesehen haben. One fellow said. Der erste sagte. After he saw the sheep. Nachdem er dieses Schaf gesehen hatte. Ireland is full of black sheep. Er sagte, Irland ist voll von schwarzen Schafen. The other man said. Der andere sagte. He's stupid. Das ist dumm. How can you ever say that? Wie kannst du das sagen? You can say in this area, in this town, at least one black sheep is there. Du kannst sagen, in diesem Gebiet, genau in dieser Stadt, gibt es ein schwarzes Schaf. And the third fellow said, you two fellows are real stupids. Und der dritte sagte, ach, ihr seid beide völlig dumm. Do you know? Wisst ihr? Only the side facing us is black in the sheep. Und zwar sagt er, nur diese Seite, die wir gerade sehen können, ist schwarz. That's how men fight when they see the same thing. Drei Leute, die völlig verschiedene Sachen gesagt haben, obwohl sie das gleiche gesehen haben. Men. 40 different men. Also 40 verschiedene Menschen. Who have never met each other. Die sich niemals getroffen haben. Die meisten wenigstens. They got together to write a book. Sind zusammengekommen, haben ein Buch geschrieben. Can you believe that it's talking about the same person, the same thing, Jesus Christ and redemption? Könnt ihr euch vorstellen, dass diese 40 Leute, die sich meistens niemals getroffen haben, über die gleiche Sache eben über Erlösung geschrieben haben? It's a wonderful unity. Das ist eine einzigartige und wunderbare Einheit. The last reason why the Bible is special is. Der letzte Grund, warum die Bibel so spezial ist. It has taken the batterings from its enemies and it has come out unscathed. Es hat die größten Angriffe der Feinde genommen. It has taken its enemies by their horns and come out as victors. Die Bibel hat die Hörner der Feinde genommen und what did they do with it? By their horns. Ja, haben die Hörner ergriffen. In other words, it's indestructible. Das heißt, es ist unzerstörbar. 5 hours from here in France, there lived a famous philosopher by the name Voltaire. Es gab einen sehr berühmten Philosoph in Frankreich mit Namen Voltaire. He said, in 100 years from now, in the 16th century, I guess, there will not be a Bible on the face of earth except in some dusty museum. Und er sagte, im 16. Jahrhundert hat er die Vorhersage gesagt, dass in 100 Jahren wird es keine Bibel mehr auf der Erde geben, außer vielleicht in irgendwelchen verstaubten Museen. This ridiculous ancient book will die. Und er sagte, dieses lächerliche, alte, veraltete Buch wird sterben. Voltaire died. Philosopher died. Dieser Philosoph starb. His very house became a printing press for Bibles. You can go to France and check out. Und genau dieses Haus, wo er gewohnt hat, wurde zu einer Druckerei, wo Bibeln gedruckt wurden. There was a guy called Sadhu Sundar Singh in India. He was a Sikh, a Punjabi. Es gab jemanden in Indien, ein Sikh, der hieß Sadhu Sundar Singh. They gave some New Testaments in his school. Der hat einige Neue Testamente in der Schule verteilt. He took it and tore it page by page and burnt it. Er hat sie bekommen und hat sie Seite für Seite zerrissen. But one day Sadhu Sundar Singh found Jesus Christ. Aber obwohl er sie zerrissen und sich lächerlich gemacht hat, hat er eines Tages Jesus Christus gefunden. And he carried the message of that same book which he tore to pieces. Und er hat diese Botschaft der Bibel von dem Buch, was er vorher zerrissen hat, hat diese Botschaft hinausgetragen. To such distances his feet start bleeding and he was called the bleeding feet apostle. Und er hat sie so weit getragen und er ist so weit gewandert, dass seine Füße blutig wurden. Deswegen wird er der blutige Fußprophet genannt. The Bible is unique. Die Bibel ist einzigartig. You know, it's the people who wrote the Bible. You know what they did for the Bible? Wisst ihr, was die Leute, die Bibel geschrieben haben, für die Bibel getan haben? They were willing to lay down their lives for the claim that they heard from God when they wrote the Bible. They were willing to die for the fact that they heard from God when they wrote the Bible. Sie waren bereit, für die Tatsache zu sterben, dass sie diese Botschaft von Gott bekommen haben. Paul wrote 13 books of the Bible. Apostle Paul. Paulus hat einige Bücher geschrieben der Bibel. His head was chopped off in the city of Rome. Und nachdem er diese Bücher geschrieben hatte, wurde er geköpft in Rom. All for still preaching the message of the Bible. Aber er war noch während er enthauptet wurde, hatte noch die Botschaft Isaiah, der Bibel Isaiah was perhaps the most. Sorry. Mm-hmm.
Isaiah was one of the most stylish writers of the Old Testament. Jesaja war einer der eifrigsten Schreiber des Alten Testaments. He was sawed into two. Und er wurde in zwei Teile zerschnitten. For claiming that he really heard from the Lord. Weil er für sich in Anspruch genommen hatte, Jesus vom Herrn empfangen zu haben. John the Revelator was exiled to an uninhabited island by the name Patmos, but he still claimed that he heard from God. Johannes wurde verbannt auf eine kleine Insel im Mittelmeer nach Patmos, weil er für sich in Anspruch nahm, von Gott gehört zu haben. Apostle Peter was crucified upside down. Der Apostel Petrus wurde kopfüber gekreuzigt. Matthew, the person who wrote the first gospel, he was slain in Patia by a sword. Matthäus wurde ermordet durch das Schwert in Patia. And Thomas, the man who brought the Bible's message to Mylan in India, he was killed by a spear. Speared to death in Madras. Der Apostel Thomas, der das Evangelium nach Indien gebracht hat, wurde durch einen Speer in Madras ermordet. Do you know 160,000 people every year these days they are killed for following Jesus Christ and the Bible? How many? 160,000 every year. 160,000 Menschen sterben jedes Jahr, weil sie die Bibel als Wort Gottes ansehen. People don't die for a lie. People don't die for a lie. Menschen sterben nicht für eine Lüge. Nobody dies for a deliberate lie. Niemand würde sterben für eine lächerliche Lüge. All of them were so sure it is God's word. Aber alle waren so sicher, dass dieses Wort Gottes sein würde. But you know, you compare this with Salman Rushdie. With what? Salman Rushdie, the famous author. Lass es uns mit Salman Rushdie vergleichen. He wrote a book, The Satanic Verses. Er hat das Buch Die satanischen Verse geschrieben. The Muslims wanted to kill him. Die Muslims sind bereit, ihn zu töten. For 3-4 years he said he tried to maintain his stand. Und für 3-4 Jahre hat er versucht, sich zu behaupten. And recently he apologized for writing that book. Aber vor kurzem hat er sich entschuldigt, dieses Buch geschrieben zu haben. He had no guts to face the consequences of what he wrote. Er war nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen, die dieses Buch mit sich brachten. But because what he wrote was a plain trash and lie. What? It was a lie. Weil es war einfach eine Lüge. But the writers of the Bible gave up their lives for the truth which they wrote. Aber die Schreiber der Bibel, die wussten, dass es die Wahrheit ist. The Bible is a unique book. Die Bibel ist ein einzigartiges Buch. It deserves to be kept on the top shelf. Die Bibel hat es verdient, wirklich auf dem obersten Regal zu liegen. It's so great that you can't put another book beside it. Es ist so wertvoll, dass man kein Buch daneben eigentlich legen könnte. It's a category of its own. Es ist eine ganz eigene Kategorie. On the right side of your study desk, you have the Bible. Auf der rechten Seite eures Schreibtisches solltet ihr eine Bibel haben. On the left side only you can keep other books. Die anderen Bücher auf die linke Seite tun. And the greatest thing is the Bible claimed, we have a claim in the Bible that it's God's word, it's unique. Das Interessante ist, die Bibel selber nimmt es für sich in Anspruch, dass sie Gottes Wort ist. God inspired its writers, the Bible tells us in 2 Peter 1:10. Und in 2. Petrus 1 Vers 10 sagt die Bibel, dass Gott die Schreiber inspiriert hat. And God inspired its writings, we read in 2 Timothy 3:16. Und in 2. Timotheus 3:16 schreiben wir, dass auch die Worte von Gott inspiriert wurden. And the greatest thing is Jesus Christ believed in the Bible. Aber die größte Sache ist, dass selbst Jesus Christus an die Bibel geglaubt hat. In the new translation of the Bible he says this. In der neuen Übersetzung der Bibel sagt es in Luke 16:17, Lukas 16:17, The sky will disintegrate and the earth dissolve before a single letter of God's law will disappear. Der Himmel und die Erde werden vergehen, bevor ein einziges Wort der Bibel vergehen wird. And in John 10:35 he says the scripture does not lie. Und in Johannes 10:35 sagt Jesus, die Schrift kann nicht lügen. The Bible is unique. Die Bibel ist einzigartig. The Bible is unique. Die Bibel ist einzigartig. Michael learns to rock sang from my youngest years to this moment now. I've never seen such a lovely queen. Und erinnert euch dann an dieses Lied von diesem Mann, der sagte irgendwie von meinen jungen Jahren bis heute habe ich niemals so eine liebevolle Königin gesehen. The guy says to the girl, I've never seen such a lovely queen like you. Und er sagte, noch nie habe ich so eine liebliche Königin gesehen wie dich. Can you say you've never seen such a lovely book as this one? Könnt ihr das auch sagen? Ich habe niemals so ein liebenswürdiges Buch gesehen wie dieses. Shall we pray? Lass uns beten. Father, we thank you that we have a unique book in the Bible.
Vater, wir möchten dir danken, dass wir so ein einzigartiges Buch wie die Bibel haben. It's so relevant to us even today. Es ist so relevant auch für uns heute noch. In this world of technology, your word is still truth and it still makes sense and it's still a smart thing to believe in. Und in dieser Welt der Technologie ist es trotzdem noch so wichtig, diese Bibel zu haben. Thank you that the Bible is head and shoulders above the rest. Danke, dass die Bibel um Längen allem anderen überlegen ist. And thank you, it's your word. Und danke, dass es dein Wort ist. We thank you for the Bible. Wir danken dir für die Bibel. We glorify you, we appreciate you. Wir ehren dich und wir wertschätzen dich. We ask this prayer with thanksgiving in Jesus name. Und wir beten dieses Gebet in Jesu würdigem Namen. Amen. Amen.